So, und da sind wir wieder auf vier Kämpfen gegen diesen TN0, nee, TN1, Bane. Der ist echt nervig. Aber so kann man ihm am meisten schaden. Den nicht. Ah, getroffen. Und diesmal ist er zum Glück da drin gelandet. Schon wieder gestört. Steckst du wieder im Schaf? Strategisch denken. So. Nein, er sieht mich trotzdem. Obwohl ich die Rauchbombe benutzt habe. Dort reingetroffen. Ich hatte Glück. Und jetzt noch einmal treffen. Oder? Nein. Der steht doch wieder auf. Es ist vorbei, Alfred. Ich habe Bane besiegt. Jetzt greift er zu. Wusste ich doch. Er hat kaum noch Leben. Wie kann er noch? Halt. So willst du mich weiter gegen den kämpfen lassen? Sieht so aus, als hätte ich dich besiegt. In Gewahrsam. Und anscheinend hat das TN1 Banes Gedächtnis beschädigt. Dauerhaft. Ach, heißt das, er wird ihre Identität nicht preisgeben? Sieht so aus. Gut zu wissen, Sir. Und der Joker? Noch auf freiem Fuß, aber nicht mehr lange. Ich wollte jetzt eigentlich hier gerade eine Verbesserung mal nehmen. Ich habe hier noch eine Erschütterungszünder. Hier habe ich dieses Zeugs. Annäherungszünder für Explosivgel. Ist doch mal was Gutes. Hier ist Captain James Gordon aus Blackgate. Er bittet Sanitäter vor Ort. Anstaltsleiter Joseph wurde angeschossen. Anstaltsleiter Joseph am Boden. Rettungshubschrauber unterwegs.
Jetzt muss ich nur noch. Ich muss mal eben. So. Ich habe mich eben darum gekümmert. Kann man hier durch? Nein, natürlich nicht. Nuthaus. Okay. Nusshaus. Hier muss ich durch. Wo ist Gordon? Scharfschütze! Rache mal wer, Skandal! Von hier habe ich genug für heute Nacht. Das sehe ich anders. Verdammter Mist! Scheiß drauf! Du willst Zucker? Hol ihn dir! Hilf mir, sie von Joseph fernzuhalten! Okay, das würde ich wohl schaffen. Fuck. Ich muss hier genauso in Zeitlupe kämpfen, wie ich sehe. Jetzt habe ich schon wieder daneben gedrückt. Mach uns nicht zu Freunden, verstehst du? Ich weiß. Oh doch, das macht uns zu Freunden. Sie sind unterwegs. Sie schaffen das. Wo ist der Joker? Er ist durch diese Tür in Richtung Kapelle. Danke. Tür verschlossen. Verschlossen. Diese Tür. Also diese Tür. In Richtung Kapelle, also dort lang. Oder? Ja, ich denke mal. Also das ist nicht witzig. All diese Wut. Ist das für dich oder für mich? Du weißt, es gibt... Halt's Maul. Du kriegst es einfach nicht in deinen dicken Schädel. Wir beide existieren. Ihretwegen. Jetzt gibt's in die Fresse. Und zwar voll kann. Das sah jetzt bescheuert aus. Oder du magst, wie es sich anfühlt. Das ist es, was du brauchst. Komm schon, Baby. Schlag mich, bis dir die Knöchel bluten. Und dann auch weiter. Es gibt ja eh nur einen Weg, mich aufzuhalten. Jeder meiner Jungs hätte ihn getötet. Diese Stadt verdient was Besseres. Meine Tochter hält dich für einen Helden. Aber ich muss dich trotzdem festnehmen. Gordon, komm! Wo sind Sie?
In der Kapelle. Wir haben den Joker. Heilige Scheiße. Sie haben ihn. Wie haben Sie das gemacht? Ich hatte Hilfe. Ich frage mich andauernd, warum habe ich ihn nicht abgeführt? Und jetzt weiß ich, der Grund, ihn gehen zu lassen, warst du. Weil du an ihn glaubst. Ich weiß nicht. Sie haben mich auf eine Wache gepackt mit lauter korrupten Cops. Und ich kann sie nicht ändern. Genauso wenig wie diese verdammte Stadt. Zumindest habe ich das immer gedacht. Herzstillstand. Das ist witzig. Gut gemacht, Bats. Das wird noch ein Riesenspaß. Aber vielleicht kann ich Ihnen etwas geben, woran Sie glauben können. Vielleicht kann er Ihnen geben, woran Sie glauben können. Passiert da noch was? Nein. Dieses Spiel ist offiziell beendet. Doch ist da noch die Frage, was mit dem letzten Auftragskiller ist. Den haben wir nämlich noch nicht getroffen. Glaub ich jedenfalls, dass nur noch einer war. So, was sag ich zum Game? Ultra! Geil! Aber es war nicht unbedingt besser als Arkham City. Von der Länge her war es länger. Aber, fällt mir nicht mehr ein. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Bosskämpfe waren schwieriger als vorher. I tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another crime before my time made your heart sad and blue. And so now you make me pay for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? You'll never know how much it hurts to never see you smile. You know you need and want to laugh. Yet you claim it's not your style. Why do you hide behind that mask? I'm trying to do my part. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed that you belonged to me. But now I know your heart is shackled to a memory. You won't admit that we're the same, and it's tearing me apart! Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart?
war's das? Ja. Unser nächster Gast, der politische Stratege Dean Snyder, hat das Geschehen dieser Nacht von Anfang an verfolgt. Seit mehr als 8 Stunden. Dr. Snyder, fangen wir bei Ihnen an. Was ist Ihre Meinung? Nun, Jack, es ist lächerlich. Das ultimative Versagen des Justizsystems. Ein selbsternannter Rächer, der nach zahllosen Toten und Bombenanschlägen unsere Straßen aufräumt? Was ist mit der Polizei? Und was ist mit James Gordon? Er hat sich heute Nacht nicht gerade bewährt. Einen Moment mal, Dean. Ich will das GCPD gar nicht verteidigen oder Captain Gordon. Wie schon gesagt, das Debakel heute Nacht ist ein Beispiel seiner Kompetenz. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendeine Polizei in irgendeiner Stadt sich gegen diesen Joker besser schlagen sollte oder gegen irgendeinen der anderen Killer, die er mitgebracht hat. Ich meine, diese Jungs sind eine ganz andere Hausnummer. Wir haben sowas noch nie gesehen. Für mich geht es hier wenig um Gothams Polizei, sondern vielmehr um unser ganzes Land. Ein Land mit so kaputten Gesundheits- und Bildungssystemen, dass wir diese Art von Kriminellen hervorbringen. Ein interessanter Einwurf, Hank. Aber ich frage mich, was wir als nächstes... Nein, kein interessanter Einwurf, sondern einfach nur falsch. Sie liegen beide falsch. Hier geht es nicht um die Polizei oder den Flattermann. Es geht auch nicht um den desolaten Zustand unserer Nation, der einen neuen Typus verrückter Krimineller hervorbringt. Hier geht es um das Versagen einer bestimmten Institution. Einer Institution, die meiner Ansicht nach die größte Gefahr für Gotham und seine Bewohner darstellt. Eine Zeitbombe, die nur darauf wartet, loszugehen. Wenn wir heute Nacht eins gelernt haben, dann, dass Blackgate nicht der Ort ist, in dem man die gefährlichsten Verbrecher unserer Stadt einsperren sollte. Nicht nur einer, 2 Gefängnisausbrüche in derselben Nacht. Keine dieser Tragödien hätte sich zugetragen, wenn Gotham eine vernünftige Einrichtung für seine schwersten Verbrecher hätte. Einen Ort mit undurchdringlichen Sicherheitsvorkehrungen, wo die gefährlichsten von ihnen isoliert, rehabilitiert und von ihrer Krankheit geheilt werden können. Einen Ort wie Arkham Asylum. Nach dem, was heute Nacht geschehen ist, verspreche ich den Einwohnern Gothams, dass ich unermüdlich kämpfen werde. Ich werde vor den Stadtrat treten, auch vor den Gouverneur, wenn ich muss. Ich werde alles in meiner Macht tun, um Arkham Asylum wieder zu eröffnen, damit wir alle ruhiger schlafen können. Da haben Sie es. Quincy Sharp sieht die Schuld für die Geschehnisse heute Nacht weder beim Batman noch beim Joker, sondern bei Blackgate und verspricht Arkham Asylum wieder voll funktionsfähig zu machen. Nach einer kurzen Unterbrechung hören wir gleich mehr von Mr. Sharp und unseren anderen Gästen in der Jack Ryder Hour. Wir haben noch 2 Killer. Und eben haben wir Quincy Sharp gehört von Arkham Asylum. Den trifft man da auch noch. Und in Arkham City trifft man den auch nochmal. Der hat ja Arkham City mitbegründet. Mehr sag ich nicht. 2 Killer. Deadshot und Shiva, glaube ich, sind noch auf freiem Fuß. Mit Bild. Sieht aber ziemlich pixelig aus. Ja, was habe ich denn noch zu sagen? Ich glaube eigentlich gar nichts mehr. Ich werde ja eh immer unterbrochen. Kommt da noch eine Unterbrechung? Ich sag einfach, bis das vorbei ist, gar nichts mehr, okay?
nervt ja jetzt schon ein bisschen, dass die schon die Credits ablaufen lassen und dann noch die Credits ablaufen lassen und dann nochmal. Das wär's ja. Wie wär's jetzt noch von der Seite? Ich sag jetzt nichts zu dem Namen, ne? Zählen die da jetzt etwa jeden einzelnen Konzern, der da mitgemacht hat, auf und jeden einzelnen Mitarbeiter, der da drin ist? Oder wie?
ja, das wird ein Spaß, das hochzuladen. Vor allem, weil über die Hälfte nur der Abspann ist. Wollen die den Abspann etwa länger als das Spiel machen? Aha. Das war übrigens meine Hand, mit der ich auf meine andere Hand geschlagen habe, wie man hier hört. Ich habe schon fast Cappuccino gelesen. Aber das steht da gar nicht. Jetzt beeil dich, Abspann. Das will doch keiner hochladen, so lang wie das ist. Gut, ich hab's auch bei Castle Crashers so lang gemacht. Aber das ist nicht so. Hoch von der Datei dann. Ist es endlich vorbei? Nein. Und es hört auch niemals auf. Ich denke, jetzt hat eh jeder abgeschaltet, oder? Fangen wir jetzt mit allen A's an. Juhu. Zwei Leute mit B. Nur ein. Boah, jetzt kommen ja nur noch ganz wenige. So lernt man das ABC. Nur dass man das J vielleicht ein bisschen zu oft verwendet hat. Was ist das denn für ein Name? Ja, das ist doch kein normaler Name, oder? Oder wie spricht man das aus? Mensch, das ist schon 30 Minuten. Hochgerundet. Jetzt ist es 30 Minuten. Du kannst aufhören, abspannen. Da freut man sich dann als Abonnent, dass das so lange geht und dann ist das nur so kurz und dann kommt da so ein Abspann. Ist echt ein Tritt ins Gesicht. Aber jetzt muss das doch vorbei sein. Nein. Nein. Ah. So schreckt man Gamer ab. Dabei gucke ich mir normalerweise nie die Credits an. Ich drücke die mal weg.
kannst aufhören. Ernsthaft. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich habe auch noch was Besseres zu tun, als nur auf so einen Bildschirm zu gucken, wo immer nur das Gleiche passiert. Dauert ja länger als bei Star Wars früher. Und da ist mir das echt lange vorgekommen. Weil ich da wahrscheinlich noch nicht lesen konnte und ich da drauf geguckt habe. Und dann geht das die ganze Zeit nach oben. Ich kann es nicht lesen und deswegen dauert es irgendwie lange für mich. Weil ich es nicht verstehe. Aber langsam mal genug. Das werde ich niemals an einem Tag hochladen können. Niemals. Das ist ja schon länger als die normale Aufnahme. Langsam mal aufhören. Da kann man ja ganz einen eigenen Part ausmachen, nur wo das ganze Scheiß da hoch, der ganze Scheiß nach oben fliegt. Special Thanks, heißt das endlich? Nein, heißt es nicht. Oder? Nein. Ja, Talent hab ich. Und nicht dieser beschissene Abspann, der so lange dauert. Mal ernsthaft, wer guckt sich so lange einen Abspann an? Bei einem Abspann laufen ja die meisten immer aus dem Kino raus, ne? Und ich kann nicht rauslaufen, weil ich gerade in meinem Zimmer bin. Ich schütt mir jetzt mal was ein. Schlucke Bier. Hinter Schlucke Bier. Ich habe hier nämlich Eistee auf dem Tisch stehen. Aber einen schlechten Eistee. Der jetzt langsam mal aufgehen kann.
Musik fängt schon wieder von vorne an. Der Eistee geht überhaupt nicht. Jetzt habe ich Ohrenschmerzen. Scheiße. Ich schlag gleich mit meiner Tastatur durch den Bildschirm. Dann sehe ich aber leider nichts mehr. Das kann doch nicht sein. Ist ja schlimmer als die Bossgegner hier. Bist du jetzt vorbei? Nein. Das kann doch nicht sein. Guck mal gerade auf die Uhr. Scheiße. Schon 20.31 Uhr. Ich muss noch duschen. Nur weil dieser scheiß Abspann so lange dauert. Ich wäre jetzt schon längst duschen gegangen. Ja, cold, cold, hört. Das ist echt cold hier. Das ist übrigens das, was wir gerade gehört haben, glaube ich. Oder? Ist es jetzt vorbei? Nein. Jetzt gleich ist schon 40 Minuten. Ey, das kann nicht sein. Jetzt kommen die mit online an. Ich bin echt geneigt, das Video einfach auszumachen. Und den Abspann nicht weiterlaufen zu lassen. Ja, wir haben genug gesehen. Ich drücke jetzt einfach auf Escape. Neues Spiel plus freigeschaltet. Nein. 40 Minuten. Alternative Batman Outfits. Wusste ich doch, dass sie kommen. Früher oder später. Und was passiert, wenn ich es nicht tue? Du verrottest hier oder arbeitest für mich? So, ich denke mal. Gehst du nicht zu Bett? Davon würde ich nicht weit träumen, Sir. Nicht, bis Sie sicher zu Hause sind. Ah, wenn das so ist, ich hätte hier draußen noch ein paar Dinge zu erledigen und könnte deine Hilfe gebrauchen. Darauf können Sie sich verlassen. Und wenn Sie fertig sind, können wir das Weihnachtsmahl essen, das ich für Sie warm gehalten habe. Zum Frühstück. So, ich würde mal sagen, hiermit ist das LP beendet. Und ja. Vielleicht sehen wir Batman also nochmal in einem anderen Game wieder.
Bis dahin sehe ich euch vielleicht im nächsten Part. Auf jeden Fall wird hiervon kein Part mehr kommen, denke ich mal. Denn ich würde sagen, kein Bock mehr nach diesem Abspann. Den schneide ich raus. Ciao.